Der IFA 2011 präsentiert Samsung die neue Serie 7. Den großen Gamer haben wir schon auf der Gamescom kennengelernt. Hier doch die neuen schmalen Produkte. Hier in einem 13 Zoll Notebook ist ein 14 Zoll Display untergebracht. In dem 14 Zoll Display ein Notebook ein 15 Zoll Display. Unter diesem 15 Zoll großen Notebook ist ein 15,6 Zoll Display untergebracht. Alle Notebooks sind grau-silber mit Kunststoffoberflächen. Es lässt sich leicht einrücken. Tastatur bei allen im Isolation Design, Hintergrund beleuchtet und ein Helligkeitsregler, der hier befindet. Für das Display ist ebenfalls mal. Nehme ich die Finger wieder weg vom Licht rein, das Display wird wieder heller. Alle drei Notebooks der Serie 7 setzen auf ein Lüftungssystem, das wie bei Apple Pro-Modellen, MacBook Pro-Modellen, die Lüftung direkt gegen das Scharnier ist. Hier ist gespannt, wie es dann auch im Stresstest oder bei einer kleinen Gaming-Session sich die Abwärme verhalten wird. Es ist in dem großen Notebook eine AMD Radeon HD 6750 verbaut, ein Dual-Core bzw. Quad-Core soll wohl auch möglich sein. Bei den kleinen Modellen sieht es wohl dann auch ein bisschen anders aus und wird etwas mehr Wert auf Mobilität gelegt und Dual-Core-Prozessoren werden verbaut.